Ja, Freunde, unglaubliche Szenen haben sich abgespielt. Ich war mitten im Spiel drin und auf einmal geht Musik los, die ich so noch nie gehört habe in diesem Spiel, die ich auch nie eingefügt habe. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt gefixt. Wer Triple H kennt und seinen Song, zu dem er reinkommt, der hat, gerade als ich ein Tor geschossen habe, ist er auf einmal abgespielt. Ich habe keine Ahnung warum, das ist noch nie vorher passiert. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe einfach mal jetzt die Benutzermusik ausgestellt. Ich hoffe, das ändert was. Ansonsten haben wir ein Problem. Ganz klar aus GEMA-Grund. Ich meine, wenn ich das persönlich machen würde, ich glaube, ich würde es auch scheiße finden, weil es einfach total atmosphärenzerstörend ist. Wenn auf einmal dieses Lied losgeht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe wirklich, es hat es jetzt gefickt und gefixt. Entschuldigung. Das war ein freudscher Versprechen. Und ja, die Neuauflage. Zwar will ich jetzt mit 1-0 Führung liegen, mal ganz ehrlich. Das kriegen wir doch nochmal hin, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. De La Torre. Versucht erstmal, das ist Versuch 1 und Depongloni versucht es auch mal selber. Depongloni! Erster Schuss von ihm, da haben die 60er sich mal ordentlich Bock geleistet. Interessant, möchte man sagen. Wow, das ist auf jeden Fall faul. Beziehungsweise Vorteil, das war ein ganz klares Wegsensen der Beine. Donizette. Jetzt gibt es den Freistoß, der aus dem Vorteil hier resultiert. Dem nicht weitergegebenen Vorteil. Moore. Einfach mal drauf. Okay. Ne, es war nicht Moore. Also meiner war Moore. Mist. Nicht gelesen wieder. Boah, Alter. Nicht so gut. Oh Gott, jetzt Donizette. Verhoek. Loni sieht Donizette. Der wird bedrängt von drei Seiten. Und am Ende hat er da keine Chance mehr, irgendwie was draus zu machen. Aber Loni, nächster Versuch. Etwas egozentrisch. Aber wenn er wenigstens was draus gemacht hätte, ne? Naja. Hat er nicht. Oh, das war ein sehr schneller Freistoß, Freunde. Das war ein verdammt schneller Freistoß. Uiuiui. Der Freistoß ist ausgeführt, bevor er überhaupt gepfiffen wurde. Das ist ja sehr regelwidrig. Oh, naja. Finde ich. Also ich glaube, es gab Freistoß. Ich habe einen Pfiff gehört, auf jeden Fall. Tribol. So, jetzt mal Abgang hier. Tribol. Macht das gut. Tribol rüber. Verhoek. Locker. 1-0. So will ich das nämlich sehen, Freunde. Das hat er toll gemacht. Hat er schön auf halb links geschickt. Und Verhoek. Ja, der ist total frei. Und so einen macht er dann auch mal ganz gerne. Okay, geht direkt weiter, Ball verloren, aber auch ganz klar, alles regelkonform. Das heißt, Loni verliert immer wieder. Bis auf die erste Aktion nach 2 Minuten, nicht seine allerbeste Performance bisher, aber es sind ja auch erst 13 Minuten gespielt in diesem DFB-Pokalspiel. Tribol. Verhoek, wieder Loni. Aber auch hier einfach zu langsam, nicht agil genug und dann verliert man so einen Ball eben auch mal. Kringe. Gibt er zu Loni ab, macht er den. Ja, man will schon fast böswillig sagen, Fehler, aber das würde ich so nicht beschreiben. Loni. Das Witzige ist, im letzten Spiel hat es so geklappt. Eieieiei, das war ja nichts. Das war ja nicht so fair. Aber im letzten Spiel hat es so geklappt. Schön, und dann einmal einen Haken schlagen und dann war der war so lecker, ne? Das glaubst du ja gar nicht. Kringe. So, jetzt keine Haken schlagen, jetzt einfach mal reinflanken. Kringe in die Mitte. Nicht wirklich. De La Torre. Sagt Hallo und auf Wiedersehen. So ungefähr. Das ist nicht wirklich gefährlich. Adlung. Wie ich auch schon letztes Mal gesagt habe, ich will dauernd Madlung lesen. Bundesliga total beeinflusst. Finde ich nicht gut. Es gibt da noch mehr Spieler außerhalb der Bundesliga, Loni. Ja? Du intolerantes Schwein. Oder so ähnlich. Ja, also ganz ehrlich, Lonis schlecht machen in allen Ehren, aber Verhoek, also. Kannst ja nicht erwarten, dass Loni so einen Pass bekommt. Wenn der Ball einfach verhungert auf dem Weg dahin. Afrika-Syndrom. Oh, das war böse. Böse, aber auch wahr. Aber böse. Torrand. Klingel. Jetzt mal wieder Loni, aber der. Naja, der muss erstmal durchkommen. Das tut er eben wieder nicht. Also an der Abwehr prallt Loni bemerkenswert oft ab. Was ich mal so von ihm eigentlich überhaupt nicht gewohnt ist. Wenn man Staffel 1 gesehen hat, wenn man Staffel 1 nicht gesehen hat, dann ja, ist man von ihm noch gar nichts gewohnt, weil es ist das zweite Spiel, in dem man Depongloni sieht. Hat auf jeden Fall mal einen freshen Eindruck. Fresh Dumbledore. Boah. Macht einen Fehler. Oh, spielt in die Mitte zurück. Das ist ja tödlich.
Also, dass du den noch gerettet hast, war nicht unverdient. Das hätte jetzt 1-1 sein müssen. Wer solche Fehler macht, Heidewitzka, Freunde. Verhögt. So, wo ist Loni? Nicht da, also scheiß drauf. Erstmal Ball verlieren. Wir müssen Lonis Aktion in Ehren halten. Ich mache ihn jetzt schlechter, als er ist. Das stimmt ja gar nicht. Aber heute auffällig. Also vor diesem Musikzwischenfall, ganz klar, es lief besser. Verhögt Loni. So, will er jetzt mal. Komm, Loni, hau da jetzt mal einen raus, bitte. Loni, bitte. Aber auch hier. Naja, obwohl kann sich durchsetzen. Vielleicht kann Loni sich durchsetzen. Keeper's da. Und, uiuiui. Also, wenn Girelli da nicht eingegriffen hätte. Oder Girali. Ich weiß nie, wie er den ausspricht. Da war ich 6, als ich das erste Mal gesagt habe, Girelli. Weil ich dachte, oh, über einem A ist irgendwas, das muss wie er ausgesprochen werden. Die naive Logik eines 6-jährigen Deutschen. Girelli. Girai. Ich weiß es echt nicht. Merkt man das nie. Tipung Loni. Wow, das war ja schlecht. Kann er aber trotzdem noch nach vorne bringen. Della Torre. Ja. Super optimal, möchte man dazu sagen. Trotzdem, St. Pauli auf einem guten Kurs. Das muss man ganz klar würdigen. Und Stoppelkamp. Der spielt aber auch nicht mehr über 60. Der spielt irgendwo anders. Bin mir ziemlich sicher, dass der inzwischen bei irgendeinem renommierteren Verein nach 60 spielt. Also nichts gegen 60, aber doch. Doch. Ist halt am Ende doch nur 60, ne? Stoppelkamp. Ich weiß nicht, oder irgendwas, der Name sagt mir was. Ist ungut. Weiß ich nicht. Stahl, an den kommt er nicht rein und Nerich sagt, ja Freunde, das ist jetzt auch mal ein entspannter Nachmittag für mich. Oder Abend, wann auch immer dieses Spiel stattfindet. Riskant, aber wenn es funktioniert, bitteschön. Riskant, aber wenn es funktioniert, Tribul. So funktioniert das auf keinen Fall. Moa macht hier jetzt zum ersten Mal einen guten Job. Und, wow. Und da ist Adlung. Da ist nach 43 Minuten der Ausgleich für die 60er, ja, inkonsequent verteidigt. Das waren gravierende Fehler, denn das möchte ich mir gar nicht nochmal anschauen, weil es war einfach nur, ich möchte einfach nur heulen, wenn ich sowas sehe. Aber klar, auch mit Gegentoren muss man leben können. Und T.Loni, naja, war optimistisch gedacht. War auch sogar abseits, also egal. Da möchte ich mich dann gar nicht zu äußern. Optimistisch und abseits, das ist ja, also schlechter kannst du ja fast gar nicht kombinieren. Außer Gegentor. Das ist noch schlimmer. So. 60. Hatte seinen goldenen Moment. Jetzt können wir mal wieder in Führung gehen, liebe St. Pauli-Spieler. St. Paulianer. Das sagt man ja vielleicht so gern. Ich weiß es nicht. St. Paulianer hört sich cool an. Verhögt. Ja, da ist wieder Adlung. Torschütze zum 1:1. Wer es schon wieder vergessen hat. Nach einer Minute. Und jetzt Loni. Komm, verhögt. Nee. Also diese hohen Steilpässe sind noch nicht das, was man von ihnen erwartet. Da muss noch ein bisschen mehr Gefühl rein. Ja, entweder zu kurz oder zu lang, aber da, weiß nicht, da fehlt so die Prise Erfahrung oder Können oder irgendwas in dieser Richtung. Auf jeden Fall, ja. Also die erste Halbzeit, man konnte damit arbeiten, war in Ordnung, aber jetzt von einem Fußball-Leckerbissen würde ich keineswegs sprechen wollen. So, T.Loni. Geht da was? Loni will einfach mal einen raushauen. Ist ja für seine guten Distanzschüsse durchaus bekannt. Und aus 20, 25 Metern, warum denn nicht? Er hat schon oft genug aus ganz anderen Situationen getroffen. Da kann sowas auch mal reingehen, Loni. Naja, gut. Zu viel sollte man ja eben jetzt auch nicht versuchen, in die Talentschale zu legen, aber zweiter Versuch, dritter Versuch, der rangelt, der macht das nicht schlecht. Also Loni, das kann sie so sehen lassen. Da ist Einsatz drin, da ist Motivation drin und so. Ist doch so in Ordnung. Übrigens für alle, die fragen, ich habe diesen Musikzwischenfall natürlich nicht abgebrochen, nur weil es Musik war, sondern weil es GEMA-geschützte Musik war. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist GEMA-Musik und sowas will ich überhaupt nicht riskieren. Della Torre! Da stand er relativ frei. Klar, Verteidiger war noch da, aber also in erster Instanz ist das nicht Weltklasse verteidigt. So muss man das mal sagen. Also ich habe es nicht rausgenommen, weil die Musik scheiße war oder weil es Musik war, sondern eben, wie gesagt, wegen GEMA. Und da sollte man auch ein bisschen Respekt vor haben. Ja, nicht das erste Mal, dass mir ein Video von FIFA gesperrt wird. Und, klar, im Nachhinein schneide ich die Musik natürlich immer raus, die kritisch ist, aber den Aufmacht, wenn er vermeidet, was muss man sich ja überhaupt nicht machen. Logisch. Logisch! Zum Ersten! Und dann geklärt. Das war gefährlich, als es eigentlich hätte sein sollen, meiner Meinung nach. Um ehrlich zu sein, es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein. Das ist nur mal jetzt ein bisschen eingeschossen. Ich mache total Spaß. Auch wenn es hier fast gerade durch Bülow
2-1 gegen Mette bei Loni. Ich weiß nicht mal, war das eine Kopfballabwehr oder was hat er da gemacht? Wollte er zeigen, er kann springen? Will er vom Sprungbrett, vom Fünfer einen raushauen oder was? Es sah wirklich so aus. Es war alles andere als eine Kopfballabwehr. Aber gut, Osako nicht im Abseits. Klar gehen die Hände hoch, aber das ist ja immer im Fußball so. Und das hier ist erstmal ein Abschluss für St. Pauli. Alles offen. Klar, wenn ich vor dem Spiel hätte wetten müssen, ich hätte gesagt, dieses Spiel geht unentschieden aus. Ja, witzig. Oder auch nicht. Aber, also ich hätte keinen klaren Sieger ausmachen können, rein persönlich. Klar, ich weiß, St. Pauli hat Loni, aber ja, wir haben oft genug gesehen, auch schon bei Northampton. Im Paralleluniversenstrang, das muss nichts heißen. Tribo, so. Soll immer schnell nach vorne gehen, aber 60 steht da hinten halt nicht so schlecht und das merkt man dann auch, wenn keiner vorne durchkommt. Weil da eben 4-5-60er stehen, die Obacht geben. Und trotzdem hat das nicht so viel Einfluss auf das Offensivspiel der 60er. Geklärt, dankeschön. Und Donny Sente, kann jetzt nochmal einen nach vorne setzen. Donny Sente, der hat doch schon beim 1-1 einen Fehler gemacht, oder nicht? Ich glaube schon. Oh wow. Keeper ist nicht da. Und dann steht es wirklich fast 2-1. Meine Güte. So hatte ich mir mein Debüt nicht vorgestellt im DFB-Pokal. Oder generell St. Pauli wohl nicht. Wobei es dann nicht Debüt ist, sondern das erste Spiel der Saison. Was kein Testspiel ist. Also, wow. Freunde, Tribol. Gegen Stahl, da wird ein bisschen geruckelt, ein bisschen gerangelt, ein bisschen gehakelt. Aber das ist unterm Strich alles fair. Trotzdem nicht so effektiv, wie es vielleicht sein sollte. Erster Wechsel. St. Pauli bleibt davon unbeeinflusst. Birovka betritt die Partie. Torwart. Ich warte schon auf den ersten kompletten random Elfmeter. Ich will nicht sagen, ich freue mich drauf, aber ich habe es ihm so ein bisschen vermisst. Aber auch nur wirklich ein ganz kleines bisschen. Also nichts Echtes. Donny Sente. Ja, haut da wieder einen Fehlpass raus oder diesmal was Leckeres. De La Torre. Kringe. Oh, voll rein. Hat er mit dem Fuß noch den Ball verloren? Also dank des Verteidigerfußes noch den Ball verloren. Ach, ärgerlich. Mann, das war eine gute Situation. Da hätte was draus werden können. Und Loni, Keeper ist da. Oder nein, Kirelli ist nicht da, die Abwehr ist da. Loni, wow, das war... Ich weiß nicht, sollte Null-Look-Pass werden, aber Loni ist einfach niemand, der Null-Look-Pässe spielt. Wunder, wenn Loni überhaupt mal Pässe spielt, die ankommen. Ich bin fies heute, aber es stimmt ja auch. So, jetzt Loni. Wird abgeblockt, das ist alles fair. Das ist gute Verteidigerarbeit. Da sagst du überhaupt nichts gegen. Aber die Idee war immer gut. Und das war ja auch, wow, Donny Sente. Großer Kritikpunkt, dass die Ideen bei St. Pauli einfach fehlen. Teilweise. Das wird einfach unkreativ irgendwie wer angespielt und dann wird auch nichts draus. Nöte. Ich sag danke für den Einwurf. Der sah aus wie Loni. Das hab ich aber schon mal irgendwann gesehen. Es gibt ja Leute, die haben die gleiche Frisur und mehr macht Loni irgendwie auch nicht aus als die Frisur. Oh, wow. Nerik, mein Freund, was ist das denn? Das ist der Donny Sente. Das ist Loni. Nee, das ist De La Torre. Aber egal. Meine Güte. Es wird doch nicht echt Verlängerung geben im ersten Spiel, was nicht durch Motorhead unterbrochen wird. Torrand. Oder kriegt 60 doch noch einen rausgeguckt. Das ist kein Foul. Jetzt ist es Foul. Also jetzt ist der Freistoß, der daraus resultiert natürlich, muss man eher sagen. Ja, da ist der Keeper, Schauner, ganz locker, aber der will es natürlich schnell machen. Nöte ist nicht der, also wenn da Loni gestanden wäre, hätte ich gesagt, vielleicht, aber so, ne. Nöte jetzt, niemand, wo ich sage, oh ja, der wird jetzt im Alleingang alles kaputt schießen. Riskanter Pass durch die Mitte, aber bitte, wenn es reicht, okay. Oh, Freunde, was sind das für Pässe? Das ist doch traurig. So habe ich meine Redebüt nicht vorgestellt. Mein Comeback, so heißt es ja nicht, Redebüt. Comeback, Loni. Rein. Nöte, Keeperster. Gabo Kirelli, ganz, ganz sicher. Das Gute ist, ich kann nicht nur unentschieden starten. Also irgendwer wird hier gewinnen und irgendwer wird verlieren. Das ist mal die Devise, Halstenberg. Loni geht da gut nach, geht da energisch nach. Kann leider nicht entscheiden stören. An dieser Stelle, Stoppelkampf. Ich weiß nicht, wo der spielt, aber der kommt mir total bekannt vor, der Name. Also wird er bei irgendeinem Verein spielen, der einfach gut ist. Ich kann es auch nicht. Ist Hannover? Nein. Oder doch?
Moritz Stoppelkamp. Ist das nicht? Sollte. Sollte sein, Loni. Oh, jetzt bitte nicht wieder so ein Last-Minute-Ding, Freunde. Das muss nicht sein. Ja, wird's auch nicht, wenn die Verteidiger so gut und so vorausschauend agieren. Das muss man ganz klar erkennen. Das war Weltklasse. Das war Weltklasse. Die Verlängerung hinkt. Ja, warum denn auch nicht? Möchte man so schön und schnippisch sagen. 30 Minuten oben drauf, um nochmal richtig die Kondition rauszuknallen. Vor dem überhaupt ersten Ligaspiel. Gönnen. Man muss sich gönnen. Loni. Oh, jetzt ist Solo. Wird es nach 92 Minuten das Solo? Nein, es sieht nicht so aus. Pirelli erlaubt sich keinen Fehler. Loni wird einfach... Ja, das war ein voller Sprung in den Rücken. Oder es war abseits. Ich glaube, es war abseits. Ich glaube, der kurze Pfiff ist immer abseits. Ich kann es nie auseinanderhalten. Wer geht auf außen? Finge wartet und sieht dann immerhin mal Halstenberg. Halstenberg, Loni, aber der ist viel zu weit vorne. Klar suchen sie ihn jetzt, klar soll er jetzt den Vollstrecker machen, aber das sind so Tore, die kann man einfach nicht erzwingen. Das ist ganz klar. Nöte. Das war jetzt hart an der Grenze zum Foul. Das ist 60. Über Steinhöfer. Kringe versucht es. Kringe kommt aber nicht ran. Steinhöfer. Halstenberg kann ihn erstmal stoppen. Mach jetzt keinen Harakiri-Pass. Er macht den Harakiri-Pass. Oh fuck. Oh fuck, Mohr. Und weg damit. Nöte. Ja, wenn der durchgekommen wäre. Ne? Ich glaube, Loni wäre super gestanden. Aber dann steht das Verteidiger bei der inzwischen. Die Direktion, die Richtung des Passes stimmt nicht mehr. Und wir werden uns wohl auf die zweite Halbzeit vertagen müssen, wenn wir irgendwas in Richtung Entscheidung wollen. Also Loni kommt hier überhaupt nicht rein, so ins Spiel. Ich weiß nicht, das ist gar nichts. Das ist in vielen Belangen viel zu wenig. Was sehr schade ist, weil wir wissen, er kann viel mehr. Aber ja, wenn das nicht zeigt, dann... Wird es auch irgendwann in die Auswechslung zufolge haben, Nerik, mein Freund, was ist das denn? Abirovka, jetzt kriegt 60er die Geschenke in die Schuhe gelegt. Moa. Loni kann immer mal den Pass noch raushauen. Das ist jetzt Glücksball, was sie hier spielen. Della Torre. Natürlich ist jetzt Halbzeit. Oh, Freunde, macht mir mal Herzgas bei hier. Golden ist scheinbar weiter, schön zu sehen. Ich habe nicht gesagt interessant, ich habe nur gesagt schön zu sein. Loni geht, ja. Wie erwartet, Gregoritsch kommt leidend ohne Loni. Das war einfach über weite Strecken keinstenfalls überzeugend, was er gezeigt hat. Und jetzt muss St. Pauli es eben so richten oder per Elfmeter schießen. Aber auch hier die total unkreativen Pässe. Einfach irgendwie blind nach vorne und hoffen, das wird was. Das ist einfach nichts, was man im Pokal oder generell im Fußball machen sollte. Es sei denn, deine Gegner sind Vollgurken, aber das ist halt hier nicht der Fall, leider. Das haben wir deutlich gesehen, dass 60 heute ordentlich was auf dem Kasten hat. Thorat, einmal hintenrum, Nerich, genau, einfach mal ein bisschen Spiel, ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Und Donny Sente dann mal wieder einen Fehlpass spielen. Das ist schon der dritte oder vierte heute. Zwar kein gravierender wie alle davor, aber es ist trotzdem einfach nur schlecht. Das ist nichts, was man natürlich sehen möchte, klar. Wenn ich das Spiel sehen will, dann gehe ich nach Bremen. Nein, war Spaß. Bremen ist ja inzwischen gut. Na, war gut gedacht. De La Torre, das war auf keinen Fall eine schlechte Idee. Das möchte ich ihm auch nicht absprechen. Trotzdem, ja, es wird ja entweder 60 gewinnt oder Elfmeterschießen. Also eins von beiden wird hier eintreten. Ich bin mir ziemlich sicher. Was St. Pauli nicht den Eindruck macht, das können sie hier jetzt noch ein Meisterstück raushauen. Aber das ist auch größtenteils der Abwehr von 60 geschuldet, muss man auch sagen. So, Eckball nochmal. Und die Ecken sind ja immer für ganz random Elfmeter bekannt. Also jetzt ganz doll aufpassen. Wo geht der Ball hin? Wer kriegt den? Ich beobachte das mit Argusaugen, könnte man sagen. Ungefährlich, aber es sollte... Nein, gibt keinen Eckball. Ich war nicht sicher, ob da noch einer von St. Pauli dran war. Aber gut, wenn der Schiri das sagt, sagt er es. Und wir schauen mal, was so geht. Nöte. Nöte steht einmal, steht zweimal im Weg, aber nicht das dritte Mal. Das wäre auch zu viel Glück gewesen. Es wäre auch nicht verdient gewesen, wenn St. Pauli jetzt hier noch eine Chance bekommt, weil sie hatten genug und wer sie nicht nutzt, wer seine Chance nicht nutzt, der hat weitere auch nicht wirklich verdient. Das war jetzt ein bisschen hart, aber stimmt. Ich würde schon sagen, das ist richtig. So. Halstenberg. Laut in der Mitte, das ist gut! Das ist Birovka, das ist ganz einfach. Und meine Voraussage ist eingetroffen.
Weil ich hab gesagt, St. Pauli wird hier nichts mehr reißen. Ja. Okay, aber es ist nicht schade drum. Ich wäre im Pokal sowieso früher oder später rausgeflogen. Besser früher als später. Das ist nur gut für die Kondition der Spieler. Irgendwie muss man sich herausreden dürfen. Ja. Nicht unverdient. Tut's weh zu sagen, aber es war nicht unverdient. Okay. Schöner. Gewechselter Termin. Der hat mich schon in Staffel 1 nie interessiert. Das hat sich bis heute tatsächlich nicht geändert. Kaiserslautern. Karlsruhe. Was sag ich Kaiserslautern? Was? Karlsruhe. Ich beiß mit K an. We are young. Die Staffel ist young. Und ich hoffe morgen vielleicht mit ein bisschen mehr Erfolg. Karlsruhe gegen St. Pauli. Dann nochmal in der Liga. Weiß Pokal abhaken. Scheiß drauf. Es wird gefiekt. Ja. Die Mission Aufstieg oder zumindest nicht Abstieg. Also erstmal nicht Abstieg und dann vielleicht mehr. Sagen wir mal so, ne? Bis morgen, Freunde.